Hallihallo, meine Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, bevor wir zu Roshan gehen, gehen wir erstmal zum Schneider. Also wie gesagt, wer nicht weiß, ne, wo wir sind, einfach Playlist schauen. Da muss ich nicht immer so viel anmoderieren. Wir spielen Assassin's Creed Mirage hier bei Absturz Zockt Let's Play. Ich bin Rob, für die, die neu sind. Und ja, wenn ihr neu seid, euch gefällt das Ganze, lasst ein Abo da, würde ich mich tierisch freuen drüber. Und für alle anderen, wir gehen jetzt zum Schneider, weil wir müssen nämlich noch unsere Montur verbessern. Hallo, Herr Schneider. Nochmal. Hallo, Herr Schneider. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Der guckt nach unten und freut sich, mich zu sehen. Okay. Lass mich deine Waren ansehen. Hier gibt es viel zu stöbern. Das ist schön. So, Man kann wir. seine Rüstung immer verbessern. Wir haben verbessert. Zandschuh-Montur des Aufbegehrens. Yes. Und damit verringern wir jetzt unsere Taten. Ist das dann alles? Ja. Auf ein andermal. Leb wohl. Wiedersehen. So. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Vielleicht können wir irgendwo schon Diebstahl machen. Hier gerade nicht. Okay. Ich mag gerne wissen, ob sich das Ganze auch lohnt, wenn wir jetzt hier unsere Taten nicht mehr so. Da ist doch ein goldenes Beutelchen. Wenn wir zu alt für sowas sind, ich kann's kaum erwarten, hier fertig zu sein. Ich gehe zum Kandak-Tahir, zum Speerfischen. Am besten direkt. Nehmen wir das hier. Und das nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir mal schnell stiften. Ups. Entschuldigung. So, und damit sind wir untergetaucht. Damit sind wir wieder weg. Die können wir nicht beklauen. Die sitzt nämlich quasi mit dem Rücken zu uns. Da wäre es ganz schwierig. Aber hier sieht es doch gut aus. Hallo, mein kleiner Freund. So. Haben wir ja noch jemanden? Entschuldigung. Haben wir noch jemanden, der kurz uns mal seine Taschen leeren würde? Der junge Mann hier sieht doch gut aus mit dem blauen Filz hier. Ah, und da ist eine Wache. Ah. Ach so, ich bin hier unerwünscht. Okay. Dann auf Wiedersehen. Ich will Taschendiebstahl machen und nicht ja, auffallen, ne? Ihr versteht, was ich meine. Die Frau hier hat noch ein blaues Säckchen. Ah. Arme kleine Putzfrau. Bestehen wir natürlich. Na, wird natürlich beklaut, die Kleine. Gut. Also, wir sammeln uns jetzt hier mal ordentlich voll. Der hat auch was Goldenes hier und der dahinter hat was Blaues einstecken. So. Hallo. Und hallo. Alter Schwede, nehmen wir viel mit. Gefallensmünze der Macht haben wir jetzt auch wieder bekommen. Sehr, 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 sehr gut. Die hat sogar ein goldenes Section, die kehrt hier fleißig. Nehmen wir mit. Noch eine Gefallensmünze der Macht. Yes. Was mit ihm hier? Er sieht doch reich aus hier. Ort entdeckt, Nadine, der Befehlshaber. Okay. Ja. Gehen wir gleich mal hin. Bist du hier, Nadine, der Befehlshaber? So. Hier wohnt also Nadine, der Befehlshaber. Die Nadine wohnt hier. Nadine ist für mich ein Frauenname, ne? Tja, jemand hat ihren Beutel. Ich hab nicht. Ich hab nicht, sage ich gleich. Gut, wo geht's hier weiter? Können wir jetzt eigentlich mal zu Roshan gehen, ne? Haben uns jetzt ein bisschen was hier eingesteckt. Mal probiert, ob das klappt. Mit den illegalen Taten. Okay. Hier nicht unbedingt. So, machen wir hier durch. Zack. Oh. Oh. Ach, schön. Rollen wir uns mal kurz hier drüber. Hops, hops, hops. Wir sind halt so hier so ein Totalsperrgebiet, ne? Gerade unterwegs. Aber ich will halt zurück. Ich will zurück ins Haus der Assassinen. Alter, haben wir jetzt schön Stuff geklaut hier, ey. Geil, freue ich mich. Laufen wir am Rand, ne? Das ist immer außerhalb vom Sperrbezirk.
So, ein bisschen Parkour aufmachen. Halt! So. Hier rechts von uns, ne? Hallo? So. Ich weiß nicht. Er wundert sich gerade schon. Hops, hops. So, Roshan. Roshan, meine Liebe, Roshan. Ich will nicht untertauchen. Wir haben ganz viel geklaut. Wir haben ganz viel geklaut. Wollen wir nochmal kurz zum Waffenhändler gehen? Ich überlege, weil der ist gerade hier. Also hier hinter der Tür. Der ist es ja nicht, ne? Das ist einfach nur so ein Konsum, ne? Nennt man das. Ach, schade, ich habe gerade gedacht, der sieht ja so ein bisschen reich aus. Hier, das müsste unsere Waffenhändlerinsfrau sein. Hallo. Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Was hast du da? Bitte, sei mein Gast. Gerne. Okay, wir können nichts verbessern. Ne? Doch, das hier könnte noch verbessern. Das ist noch tödlicher. Nun gut. Geil. Wir haben es auf Goldstatus. Nach perfekten Ausweichen fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Wir können eigentlich die Schwerter tauschen, ne? Dann haben wir wieder 100. War das alles? Ja. Dankeschön. Ich muss aufbrechen. Beehre uns wieder. Mach mal. So, wir gehen mal ganz kurz in unser Inventar. Und schauen mal bei unserem. Erstmal haben wir ja hier, ne? Geil, die haben wir ja angelegt, so. Und dann haben wir unser anderes Schwert auf Gold. Und das werden wir auch ausrüsten. Damit haben wir wieder volle Gesundheit hier am Start. Ihr seht es unten. Cool. Passend vielleicht für die Quest. Da ist eine Scherbe. Da ist eine Scherbe. Sorry, Leute. Wenn die hier einmal auftaucht, ne? Die kleine Scherbe. Müssen wir uns die auch schnappen. So, wo? Da. Okay. Alle hops. Oh, hier ist aber dunkel. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier einsammle. Essen brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber hier ist nicht die Scherbe. Aber... Naja, Glück gehabt, ne? Was Cooles gefunden. Da ist die Scherbe. In 100 Metern. Und da auch noch eine Kiste. Alter Schwede. Oh. Warum ist das in diesem Stadtbezirk eigentlich so gefährlich? Frage ich mich. Ist das nur das Tor oder ist das wirklich wegen Nadine, dem Befehlshaber? So. Wie gesagt, ich will zur Scherbe. Die ist nämlich dann hier irgendwo, 80 Meter. Und dann gehen wir zur Roche. Hallo? So, Gefallensmünze der Händler. Brauchen wir, falls wir wieder so eine Kiste finden, ne? Ich will zur Scherbe, ich will zur Scherbe. Mist. Verschaffen wir uns einen Überblick. Okay, die Scherbe läuft gerade hier drüben durch Stadttor. So, da laufen wir doch mal hinterher. Da ist er durchgelaufen. Mist. Mist. Da werden wir nicht durchkommen. Ja, ich bin hier unerwünscht, ich weiß. Zeit zu verschwinden. So. Wir werden noch nicht gesucht, aber ich muss das tun. Weil immerhin will ich ja zur Scherbe. Du bist ein Mitglied von Athiab. Machen wir Taschendiebstahl, ja? Wiedersehen. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. Hm.
Hottentate Kasia Sali. Okay, die Casa de Sali. Jetzt könnten wir eigentlich eine Schnellreise machen. Zurück zu Roshan. Aber gehen erstmal zu dem Händler und verkaufen mal den ganzen Plunder, den wir gerade geklaut haben. So, Leute, heute wieder so eine geile Folge. Also ich will hier mit Roshan sprechen. Ich wollte nur ganz kurz unsere Montur verbessern und dann bin ich schon wieder hier auf Achse. So, von einem Händler zum anderen. Hallo. Friede sei mit dir. Ja, mit dir auch. Zeigst du mir deine Waren? Ich will meinen Plunder verkaufen. Sieh dich um. Mach ich. Allen Plunder verkaufen. Zack, 1700 haben wir schon. Kaufen brauchen wir eigentlich nichts. Nein, Monturenfarbe oder sowas brauchen wir nicht. Immer nützlich. Auffüllen, ja? Brauchen wir nicht? Brauchen wir nicht? Der weise Krieger kümmert sich um seine Ausrüstung. Ja, mach ich gerade. Das war's also. Ja. Dankeschön. Ich gehe dann mal. Leb wohl. Wiedersehen. Blut und Schatten. Finde Fulat und sprich mit ihm. Fulat ist hier in der Nähe? Okay. Na dann, gehen wir mal zu Fulat. Wenn der gleich hier in der Nähe ist, warum nicht, ne? Dann müsste er dann im Assassinenhaus sein. Wo ist Fulat? Lass deinen Blick schweifen. Also. Genau, im Assassinenhaus. Dachte ich es mir doch. Vielleicht können wir gleich mal unsere Ausrüstung wieder ein bisschen verbessern. So. Oh, da kam eine andere Quest. Was? Wer? Es wird endlich Zeit, dass wir kämpfen. Dein Zorn ist verständlich, doch einen Krieg kannst du nicht gewinnen. Basim, gut, wir brauchen dich. Söldner haben einige Aufständische verhaftet und auf den Platz hingerichtet. Und dein Rafik will, dass ich mich verstecke, während die Jagd auf meine Männer machen. Wir sollten wenigstens die Toten ihren Familien übergeben. Hast du immer noch Angst, gegen diese Teufel zu kämpfen? Ich habe nur Angst, dass wir wie sie werden. Da muss noch mehr dahinter stecken. Der Kalif würde nie einen Krieg riskieren. Das ist das Werk des Ordens. Dann finde ich die Verantwortlichen und hacke sie in kleine Stücke. Der Orden wird dich zuerst finden. Wahrscheinlich suchen sie bereits nach dir und Beshi. Ihr seid ihnen wohl bekannt. Basim hingegen... Ali, ich finde die Schuldigen und töte sie alle. Du hast mein Wort. Das ist die Lösung. Basim erledigt das. Und wenn die Schuldigen tot sind, wirst du die Lorbeeren ernten. Nun gut. Jeder muss wissen, dass ich es war. Ich kehre nach Jarjaraya zurück. Aber ich werde nicht lange warten. Wir treffen uns am Tor, Basim. Und ich sorge dafür, dass die Leichen zu ihren Familien kommen, um sie zu bestatten. Das hätte auch schief gehen können. Du glaubst, das ist das Werk des Ordens? Ja. Wie du weißt, kontrollieren türkische Söldner Asharkia. Diese bezahlt der Kalif, der wiederum vom Orden gesteuert wird. Meinen Spitzeln zufolge gehört mindestens einer der Söldner-Hauptleute zu ihnen. Sag mir wer, und ich finde ihn. Wir müssen vorsichtig sein. Asharkia steht auf Messerschneide. Die Aufständischen sind bewaffnet und werden immer mehr. Sie können jederzeit angreifen. Ein falscher Schritt könnte hier zu einem Krieg führen, der sogar aller Mut bedroht. Wie lautet dein Rat, Fulad? Geh mit Ali nach Jarjaraya und hör dich um. Irgendjemand dort muss etwas wissen. Und Basim, spute dich. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Na dann. Einen Fertigkeitspunkt. Oh. Aber wir haben erst nur den einen, ne? Wochen 3 für unsere Messerwiederbeschaffung. Meistertaschendieb. Und Tüftler. Ah.
Wir haben erst einen Fertigkeitspunkt. So, das hier haben wir aufgedeckt. Nachforschungen. Und den verfolgen wir jetzt. Sprich mit Ali am Tor. Und im Inventar haben wir ja auch viele, viele neue Sachen hier. Ne? Da haben wir zum Beispiel wieder 3 Scherben. Wir brauchen noch 2. Verbesserungsplan Montur des Verborgenen haben wir auch am Start. Okay, von daher ist ganz gut. So, okay. Na dann. Sprich mit Ali am Tor. Kommen wir hin. Was ist denn das für ein Symbol hier? Leihe mir deine Augen. Geschichte aus Bagdad. Da steht einer. Oh. Da steht einer. Auf unserem Aussichtspunkt. Was geht hier los? So. Na, dann gehen wir mit ihm mal quatschen. Ali wartet am Tor auf mich, um mit mir nach Jajaraya zu reisen. Doch nicht so rum. Der Junge hat sich in eine schwierige Situation gebracht. Gehen wir dem mal schnell helfen. Der Junge ist ein guter Kletterer. Okay, ist er noch weiter oben, ja? Wie ist denn der da hochgekommen, bitte? Wenn du noch näher kommst. So, wer bist du? Ich heiße Basim und bin hier hochgeklettert, ohne nachzudenken. Kannst du mir helfen, runterzukommen? Als ich so alt war wie du, habe ich meine Freunde auch mit Dummheiten beeindruckt. Ich habe es nicht für sie gemacht, sondern für die Verborgenen. Ah, die Verborgenen. Nicht alle glauben an sie, aber ich schon. Sie sind die wahren Beschützer des Volkes. Sie haben meine Mutter gerecht. Nicht der Kalif oder seine Männer. Die Verborgenen waren es. Verstehe. Und du dachtest, mit Klettern erregst du ihre Aufmerksamkeit. Es heißt, sie können aus großen Höhen springen, ohne sich weh zu tun. Aber so etwas kann ich nur machen, wenn es mir jemand vormacht. Meinst du, du könntest es, wenn ich es dir zeige? Okay, ist das ein Anwärter auf den Titel der Verborgenen? So. Na komm, mein Kleiner. Siehst du? Ich bin unverletzt! Jetzt du! Ich kann nicht! Und ob du kannst! Denk nicht zu viel nach! Du musst nur an dich glauben! Ah. Autsch! Es geht mir gut. Okay. Einen Moment. Bist du verletzt? Nein, ist er nicht. Nein, nichts gebrochen. Du lernst wirklich schnell. Sag ich doch. Ich kann alles, wenn es mir nur jemand vormacht. Das ist ein wertvolles Talent. Besorg dir einen guten Lehrer, ehe du wieder so etwas Gefährliches machst. Du könntest mich lehren. Ich bin kein Lehrer. Ich habe selbst noch viel zu lernen. Doch, du bist ein guter Lehrer. Du machst Sachen vor. Bist du... Komm zu mir, wenn deine Stimme anfängt zu brechen. Dann reden wir. Sprung der Gläubigen. Großartig! Komm, Heitam! Bevor uns der Heitam? Ich komme! Heitam? Heitam ist es? Also, Assassin's Creed Valhalla gucken heißt das jetzt für euch. Heitam wird einmal Schüler von Basim. Oh, ist ja geil. Was für ein geiles Easter Egg hier. Die Geschichten aus Bagdad. Heitam und Basim haben sich also so kennengelernt. Wie cool, wie cool, wie cool, wie cool, wie cool. Oh. Okay, auch geil. Ja, schön. Ich wollte eigentlich hoch, ne? Ich wollte eigentlich nach oben. Warum kann ich ja eigentlich immer wieder den Fokus nehmen? Hier noch eine Kiste drin? Nee. Irgendwas ist da unten. Da ist eine Kiste drin. So. Zack. Warum kann ich den Fokus immer nehmen? Hat das sich hier wieder ein bisschen aufgehangen hier? Ah. So. Jetzt aber. Und zack, jetzt sind wir oben. Jawohl, ja.
Hoch. Maxim. Danke. Na, ich habe hier immer noch den Fokus, ne? Okay, cool. So, jetzt auch der Fokus weg und da müssen wir hin. Zack. Jawohl. Fokus. Fokus verlassen. Fokus. Fokus verlassen. Was ist denn hier? Ist nichts. Ich gehe ja weg. Okay, Freunde, apropos weg. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, dann ist das mit dem Fokus mal weg. Also dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, euer Rob. Ciao, macht's gut.